Sean Connery ist tot. Mit ihm geht der erste und der, nicht nur meiner Meinung nach, beste James Bond. Lasst mich euch in diesem Tribut erzählen, warum das so ist und woher diese ungebrochene Liebe für seine Interpretation kommt. Wie sein James Bond den der anderen für immer charakterisieren sollte. Nehmen wir die Eröffnungssequenz in Connerys vierten Film Thunderball. JB steht eben nicht für James Bond, sondern für Jacques Bouvard. Und Bond ist sehr enttäuscht darüber, ihn nicht selbst getötet zu haben. I am. Jacques Bouvard murdered two of my colleagues. Bond ist ein Killer. Bond ist auch ein sehr genauer Beobachter und verfolgt einen ausgefeilten Plan. Bond kann unmöglich vor der Witwe angekommen sein, und doch sitzt er da. Madame, I've come to offer my sincere condolences. My dear Colonel Bouvard, I don't think you should have opened that car door by yourself. Bouvard hätte die Autotür eben nicht selbst öffnen sollen. Eine Lady hätte das ja nie getan. Bei Connerys Bond kollidieren die Gepflogenheiten des britischen Establishments mit der rohen Gewalt aus der Welt der Spionage. Denkt nur mal an all die anderen Bond-Darsteller nach Connery, wie sie vorgestellt wurden, an ihre allererste Szene in einem Bond-Film. Beg your pardon, forgot to knock. Was sagt uns seine allererste Szene über Connerys Bond? I need another 1000. Er spielt mit der High Society. I admire your luck, Mr. Bond. James Bond. Er zieht sie dabei komplett über den Tisch. Er gibt üppiges Trinkgeld. Und obwohl er dazugehört, wirkt der athletisch gebaute Gentleman fehl am Platz. Er ist eben nicht ein natürlicher Teil des Establishments, sondern fügt sich ein und bekämpft es. Immer wieder. Denn oftmals sind seine Gegner eben diese High Society. Er selbst würde gerne dazugehören, zieht aber moralische Grenzen. Oder macht es für König und Vaterland. Something you know so much about. My dear girl, don't flatter yourself. What I did this evening was for king and country. You don't think it gave me any pleasure, do you? Ein Motiv, das Craigs Bond wiederholen sollte. Bond ist ein Killer im Anzug. By the cut of your suit, you went to Oxford or wherever. Naturally think human beings dress like that. Sein allererster Film, eine Zäsur in der Filmgeschichte. Das allererste Mal, dass der Held in einem populären Kinofilm einen Wehrlosen erschießt. Er eliminiert einen Verräter und trägt dabei ein maßgeschneidertes Hemd. Auch das sollte Daniel Craig für seinen Einstand zitieren, nur ohne das maßgeschneiderte Outfit. Connery war alles andere als maßgeschneidert für die Rolle und gewiss nicht die erste Wahl des Bond-Erfinders und Ex-Agenten Ian Fleming. Die Produzenten Albert R. Broccoli und Harry Saltzman wollten eigentlich einen viel berühmteren Darsteller, jemanden wie Cary Grant oder sogar einen gewissen Roger Moore. Sie waren auch nach dem ersten Treffen mit Connery nicht überzeugt, bis sie beim Blick aus dem Fenster sahen, wie der großgewachsene Connery die Straße überquerte. Good evening, sir. Es war seine leicht gebückte Art zu gehen, die ihm eine gewisse Anmut gab, gerade wenn er einen Anzug trug. Connery ist sehr arm aufgewachsen. Um die Familie zu unterstützen, musste er schon als Kind mit Kohleschleppen am Hafen Geld dazu verdienen, deswegen der leicht gekrümmte Rücken für den Rest seines Lebens. Er trägt den Anzug, wie er ihn trägt, weil er eben nicht darin hineingeboren wurde. Es war sein erster Bond-Regisseur Terence Young, der Connery unter seine Fittiche nahm und ihn persönlich unterrichtete, sich wie ein britischer Gentleman zu benehmen. Connery war auch nicht gebaut wie ein Aristokrat. Nach damaligen Maßstäben wirkte er überaus muskulös. Er war Bodybuilder und belegte Jahre vorher den dritten Platz bei der Wahl zum Mr. Universum. Ihr wisst schon, derselbe Contest, bei dem man später wie Schwarzenegger aussehen musste, um wie Schwarzenegger gewinnen zu können. Connery war athletisch, eben nicht das, was man in einem Anzug erwarten würde. Und so trug er auch seinen Anzug. In der Eröffnungssequenz von Goldfinger sabotiert Bond als Kampftaucher einen Drogenring mit Plastiksprengstoff und einer Taucheruhr mit NATO-Armband ums Handgelenk gebunden. Zutiefst militärisch. Unter dem Taucheranzug trägt er ein Smoking, zutiefst klassisch. Nur sein Bond konnte Abendgarderobe mit einer Rolex Submariner und NATO-Strap salonfähig machen.
das sollte Craig zitieren, als er höchstpersönlich seine neue Omega mitdesignte. Connery als patriotischer Schotte weigerte sich, seinen schottischen Akzent abzulegen, selbst wenn er einen russischen U-Boot-Kapitän spielen sollte. When he reached the New World, Cortez burned his ships. As a result, his men were well motivated. Connery als in die High Society gepresster Aussätziger im Marsanzug war die Antithese zu Ian Flemings kultivierten Engländer. Discipline, 007. Fleming sollte sich nicht nur daran gewöhnen, sondern Connery dafür würdigen. Er veränderte die Herkunft der Romanfigur und gab ihr schottische Wurzeln. Connerys Bond ist diesem Establishment und damit seinen Feinden ein Dorn im Auge. Er hält sich nicht an ihre Regeln und macht stattdessen seine eigenen. Wir werden selbst in kleinsten Szenen und Gesten immer wieder daran erinnert. Es reicht dafür schon, wenn er einfach nur zu spät zum Briefing erscheint, während alle anderen Doppel-Null-Agenten auf ihn warten müssen. Well, now that we're all here. Sein Golfduell gegen Goldfinger ist genau deswegen so spannend. Es ist nicht nur ein symbolischer Schlagabtausch zwischen Protagonist und Antagonist, sondern zwischen einem Rebell und einem Mächtigen. But what does the club secretary have to say? Oh, nothing, Mr. Bond. I own the club. Durch fast alle Bond-Filme zieht sich ein Muster bei den Bond-Bösewichten. Entweder sie sind der gefürchtete Boss, the man in the chair, oder aber sie sind das exakte Spiegelbild von Bond, ein genauso fähiger Killer auf Augenhöhe, der ihn verzweifelt übertrumpfen will. Beiden Archetypen habe ich bereits ein eigenes Video gewidmet, beide haben ihren Ursprung natürlich in Connerys Filmen. Nur hat kein anderer Gerd Fröbe als Gegenspieler. Ein Held kann immer nur so gut sein wie der Bösewicht. Do you expect me to talk? No, Mr. Bond, I expect you to die. This never happened to the other fella. Die anderen waren mal mehr und mal weniger zufrieden mit ihrer eigenen Interpretation von 007. George Lazenby gab schon nach seinem Debüt auf. Roger Moore hätte Bond gerne gewaltfreier gespielt und Timothy Dalton legte seinen Bond so ernst an, dass das Publikum zusehends den Spaß daran verlor. Pierce Brosnan soll sich selbst als eine schlechte Kopie von Roger Moore bezeichnet haben, der eine schlechte Kopie von Sean Connery sei. Und Daniel Craig würde sich ja lieber die Pulsadern aufschneiden, als zu oft in die Rolle zu schlüpfen. Sie alle haben ihre Daseinsberechtigung, sie alle haben der Rolle etwas hinzugefügt und doch stehen sie alle im Schatten von Connery. Man muss dafür auch nicht einfach nur der allererste Bond gewesen sein, um ganz automatisch der Beste zu bleiben. Streng genommen ist die wirklich allererste Bond-Verfilmung eben nicht Dr. No von 1962, sondern eine Fernsehverfilmung von Casino Royale von 1954. Und an Barry Nelsons Jimmy Bond erinnert sich heute niemand mehr. We have had some interesting times together, Ling. I'll be sorry to go. Doch niemand konnte so wenig mit seiner Rolle des James Bond anfangen wie Connery selbst. Er mochte nicht diesen weltweiten Tumult um seine Person. Er suchte eine schauspielerische Herausforderung. Er hasste es, auf Bond festgesetzt zu werden. Er spielte dagegen an. Erfolgreich. Yes. Wir kennen und lieben ihn für seine unzähligen anderen Rollen, die ihm auch als bisher einzigen Bond-Darsteller den Oscar einbrachten. Do you really want to get him? You see what I'm saying? What are you prepared to do? Auch wenn Connery zuerst noch darauf bestand, dass er nie wieder James Bond spielen würde, sollte sein allerletzter Auftritt genau das kommentieren. Sag niemals nie. Due respect, sir, I played your war games for 2 weeks and I only got killed once. Twice. You've forgotten the landmine on the Black Sea beach. Correction, sir. I lost both legs. I did not die. You were immobilized. Durch seine erste Abdankung direkt nach You Only Live Twice entging ihm der nächste Film, für den er eigentlich fest eingeplant war, On Her Majesty's Secret Service. Lazenby übernahm. Im Geheimdienst ihrer Majestät wirkte nicht nur wegen ihm frisch und anders, sondern weil der langjährige Editor der Reihe Peter Hunt die Regie übernahm und einen modernen Actionfilm drehte, der uns gleichzeitig die bewegendste Bond-Geschichte erzählte. Ich bin der festen Überzeugung, hätte Connery an der Rolle festgehalten,
wäre das der vielleicht beste Bond-Film aller Zeiten geworden. Er hätte niemals nie sagen sollen. Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. Connerys Filme sind in einer anderen Epoche entstanden und das sieht man ihnen an. Einiges davon ist, gelinde gesagt, nicht gut gealtert. Dabei wird aber zu häufig vergessen, wie revolutionär sie gleichzeitig waren. Denkt man an das allererste Bond-Girl Ursula Andress, denkt man daran, wie sie im Bikini dem Wasser entsteigt. Man vergisst, dass ihre Honey Rider auch Sinnbild der sexuellen Revolution ist. Dass Andress zusammen mit Terence Young den Bikini erst dafür erfunden hat. Ein Kleidungsstück, das gegen die Brüderie, die so nur den Frauen auferlegt war, lautstark rebellierte. Frauen sollen selbst bestimmen können, wie sie in der Öffentlichkeit auftreten wollen. Underneath the mango tree, my honey and me. Who is that? Und man vergisst, dass Honey Rider ein Vergewaltigungsopfer ist, das sich an ihrem Peiniger rächte und ihn umbrachte. Das war für damals revolutionär. Stay where you are. I can assure you, my intentions are strictly honorable. So sehr Bond auch ein Relikt vergangener Tage ist, so sehr sind die starken Frauenrollen tatsächlich Vorreiter der Emanzipation. Bis heute. Who are you? My name is Pussy Galore. I must be dreaming. Vieles anderes geschieht mit einem Augenzwinkern. Zu fantastisch ist dafür die Mär vom weltenrettenden Geheimagenten. Denken wir nur mal wieder zurück an diese erste Szene aus Feuerball. Bond war vor Beauvoir in dessen Villa. Wie? Seine Flucht offenbart seinen Trick. Die Technik dahinter wirkt zu abstrus, um sie sich nicht extra für diesen Film ausgedacht zu haben. Nur das Jetpack ist echt. Vom amerikanischen Militär entwickelt. 1984 haben sie damit sogar die Olympischen Spiele eröffnet. Wie so oft verbindet Bond Fantasterei mit Realität und mit dem dafür nötigen Augenzwinkern. Bond war schon immer genauso ernst wie spaßig, so dramatisch wie unterhaltsam. Kaum ein Bond hat das so rübergebracht wie Ur-Bond Sean Connery. James Bond war von Anfang an auf ein Bond-Franchise ausgelegt. Daher die Garantie am Ende der ersten Filme, James Bond will return. Die übergreifende Handlung im Hintergrund war nur lose fortlaufend. Eine echte Rolle spielt sie bis heute nicht, dafür ist sie zu aufgesetzt und im Nachhinein reingeschrieben. In Wahrheit schlägt jedes Abenteuer ein neues Kapitel auf und so plötzlich auch wieder zu. Und so endet Feuerball so prototypisch, wie ein Bond-Film überhaupt nur enden kann. Die Welt ist gerettet, Bond hat seinen Auftrag erfüllt und eine neue Liebe erobert. Es gibt nicht viel mehr zu erzählen, also endet er mit dem dafür nötigen Augenzwinkern. Tatsächlich entwickelte die CIA das Skyhook-System, um Agenten hinter feindlichen Linien herauszuholen. Ein Gimmick, das ein gewisser Christopher Nolan nur zu gerne zitierte. Ein Hauch von Realismus in der fantasievollen Welt des weltenrettenden Geheimagenten. Mehr braucht es nicht. Das und die richtige Melodie und den richtigen Bond. Sean Connery's James Bond will not return, but he will live forever.